So, müsste wieder da sein. Ach, die liebe Technik, Leute. Die lässt mich hier im Stich. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen hier so, damit man mich ein bisschen besser sehen kann. Ich weiß halt nicht, ob der Ton ausreichend ist, wenn ich so sitze. So, wieder da. Hallo Sascha. Ja. Shit. Gerade jetzt, wo es spannend wurde hier. Erkan, hey. Bin da, der Ton ist top. Ja, super. Wir kommen alle wieder. Ja, sehr schön. Das freut mich. Hatte schon Angst, Fiete. Ja, ich auch. Ja. Ich bin halt hier mit so einer Bambusleitung unterwegs. Ne? Ich habe hier so eine von der Telekom so ein Paketchen. Und ich weiß halt nicht, inwieweit. Ich hatte gerade Sorge, dass sie mir den Saft abdrehen hier für 12 Tage. Ich habe halt nur so ein 100-Gigabyte-Volumen in der Firma. Hier gibt es halt keine direkte Internetleitung, wo ich sitze. Das ist so ein bisschen ländlich. Ja. Sorry für die Unterbrechung. Börsenfrischling, ja, läuft wieder. Hi, alles gut, ja. Sorry, ich konnte eure Fragen nicht. Cenk, Crank, Erkan, ja, hi. Ich konnte eure Fragen alle gerade nicht weiter beantworten. Hedgefonds ziehen uns den Saft ab, ja. Ich hab ja schon vorhin gesagt, ich bin wahrscheinlich. Ihr wisst es nicht, ich bin inkognito unterwegs. Also so ein großer Hedgefonds, ich nenne den mal Melvin Citadel, die haben mir 1 Million, na nicht ganz, 999.999 Euro haben die mir angeboten, dass ich euch so ein bisschen in Sicherheit wiege. Ja, die haben gesagt, mach mal, versuch mal so ein bisschen den deutschen Trade zu machen. Ja, kopier den mal so ein bisschen. Und versuch mal so ein bisschen Stimmung zu machen und zu sagen, die sollen schön in AMC bleiben, damit wir die schön ausnehmen können, die Leute. Sven Sams, hallo in der Runde, hallo. Ja. Ja, Mann, GameStop hat jetzt die Action, die ich gern bei AMC hätte. Ja, Katastrophe, Leute. Ich biete das Doppelte, easy. Also du bist knapp bei, ja, bei 2 Millionen. Da erzähle ich alles, was du möchtest. Rakete, GMI, ja, Rakete, voll, absolut, absolute Rakete. Was? Du bist hauptsächlich in den USA unterwegs, das sagen die Profis. Ja, ich finde halt die Foren gut. Wenn ihr gute Foren habt, ne, speziell auch zu AMC, ja, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich fundiertes Wissen und auch einfach erklärt, das ist für mich ja auch nochmal so wichtig. Ich finde halt, es gibt viele, die machen sich einfach wichtig, indem die halt versuchen, ein komplexes Thema auch komplex zu erzählen. Ja, ich versuche halt ein für mich erstmal zu Anfang komplexes Thema einfach zu erzählen. Ja. Also wenn ihr da Tipps habt, haut immer raus. Chat, lieber Susi und Sorna als Flora und Fauna. Fiete, ja, hast recht. Tiefenentspannung bei mir. Bei mir auch. Ich bin auch komplett tiefenentspannt. Kannst du mal auf deine Anpassungen und Einstellungen bei TradingView eingehen? Schlecht, weil ich den Chat jetzt hier drüber sehe. Ich habe keinen zweiten Monitor. Ich kann nur bei Webull gerade euch den Screen zeigen. Ich kann das nicht im zweiten Browserfenster öffnen. Das ist gerade schlecht. Hat die Frau schon die Nase voll? Nee, also meine Frau, die ist, muss man halt auch sagen, die unterstützt mich bei allem, was ich tue. Es gibt nichts, wo die mich nicht unterstützt. Ja, die denkt sich bestimmt auch, hey, ich habe einen an der Klatsche.
Oft, ja, weil es immer irgendwelche Themen gibt, in die ich mich so ein bisschen dann rein versinken kann auch. Ja, und da leidet sie dann auch manchmal drunter, was so die Zeit angeht, aber nein, die hat nicht die Nase voll. Die unterstützt mich und da bin ich auch sehr, 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 sehr dankbar drum. Ja, und ich hätte jetzt auch nie gedacht, gerade waren wir, glaube ich, 150 Leute oder so schon, ne, bevor jetzt der Abbruch war. Hätte ich nie gedacht, dass hier 150 Leute jetzt zugucken wollen. Na, super. Haben erst Haus gekauft. Ja, wir sind gerade auf der Suche. Ist gerade ein bisschen schwierig bei uns hier in der Umgebung. Ist auch alles sehr, sehr teuer. Einmal rot und einmal grün. Wie liest man die genau? Rot und grün. Meinst du unten das Momentum hier? Das hier? Das ist so, dass man halt sieht, okay, ist es jetzt eher ein Kaufmomentum oder ein Verkaufsmomentum? Ja, und man sieht immer, dass sich das so in Wellenform eigentlich abwechselt. Ja, und wenn man sieht, das bildet sich zurück, dann kann man eigentlich damit rechnen, dass es dann irgendwann wieder hochgeht. Wenn du das meinst. Hotte, ja, hallo? Ich zocke hier mit AMC rum. Wie viele offene Shorts aktuell sind denn vorhanden? Ja, das weiß man halt nicht genau. Man sieht halt nur insgesamt, wie viel das Open Interest war. Ich bin aber jetzt gerade bei GME, bei AMC, wo wir uns immer noch übrigens bei den 14 Dollar bewegen, ist das Open Interest halt ziemlich, ziemlich hoch. Ja, wäre halt auch echt wichtig, die 14 heute mindestens zu knacken. Ne? Das wäre schon, weil das nochmal 3 Millionen mehr Shares sind, die dann auslaufen, die gedeckt werden müssen. Man muss halt die Zahlen immer mal 100 nehmen. Aber wie viele davon jetzt wirklich noch offen sind, das kann keiner beantworten, weil man das nicht zurückmelden muss. Also die Hedgefonds, die können theoretisch ihre Position, nachdem sie halt short gegangen sind, auch relativ zeitnah wieder zurückkaufen. Ne? Man muss ja auch die Aktie nicht ab. Macht zwar keinen Sinn, ne, weil du dann keinen Gewinn machst, aber theoretisch könnte die Hälfte schon wieder gedeckt sein von dem, was hier drin steht. Das weiß man nicht. Das können 60% sein, 80%, 20%. Gibt es, soweit ich weiß, keine Meldepflicht drüber. Like-Button erst bei 6, 15. Ja, gerade waren es schon mehr. Ja, der Stream ist ja leider abgebrochen, Markus. Na, das kam gerade dazu. Ich hatte gerade Internetprobleme. Ja. Ja, wir haben auch viele offene unter 14. Ja, absolut. Genau. Deswegen ist halt wirklich jede klare Marke, also jede psychologische Marke 14, 14, 50, 15, ist halt wirklich wichtig. Ja, dass wir die halt knacken. Was wäre denn euer Traum? Was macht er denn damit? Also, wenn jetzt AMC geht mal nach oben, lasst uns doch mal kurz träumen gemeinsam. Was macht ihr dann damit? Was ist euer Plan mit der Kohle? Seid ihr dann komplett durch oder kauft ihr euch einfach nur eine Wohnung, ein neues Auto? Was wollt ihr damit machen? Wollte neu motivieren. Ja, super, Markus. Danke, danke, danke. Ist auch immer lieb, wenn das einer von euch hier so ein bisschen übernimmt. Weil sonst klingt das immer so, als würde ich hier einfach nur auf Likes haschen. Ne? Es geht ja aber gar nicht darum, dass ich das jetzt für mein Ego brauche, sondern es geht um einen Algorithmus, sodass dann mehr Leute aufmerksam werden und wir die Message gemeinsam teilen können und auch die Community ein bisschen größer wird. Da geht es eher um den Gemeinschaftsgedanken. Das ist eher so der Gedanke dahinter. Ein Tesla Model X, ja, das wäre nice. Ein Porsche, okay, wieder investieren. Anbau fürs Haus, auch geil. Bräuchte drittes Kinderzimmer. Sascha, ich weiß das. Wir haben eine Drei-Zimmer-Wohnung und zwei Kinder. Wir suchen gerade auch händeringend ein Häuschen. Ja. Geldsicher anlegen, bin Banker. Ah, Fiete. Ja, gut. Was wäre für dich sicher anlegen? Was machst du dann da? Tagesgeld. Dann bist du hier dauergeblockt, Fiete. Ne? Alles in Aktien investieren. Ja, Sumpeck, so muss das sein. Schulden zahlen, auch gut. Ja?
Hättest du die jetzt nicht von deinem Investment schon zahlen können, Erkan? Bagger bestellt und Pool bauen. Ah, auch geil, Erika. Das ist auch gut. Ja. Kommen wir alle bei Erika mal rum, eine Runde schwimmen. Ich will einfach nicht mehr arbeiten müssen. Ja, auch ein gutes Ziel, schönes Ziel. Oldtimer, wieder investieren, AMC-Shorten. Ja, das ist geil. Genau, direkt mal mit dem Gewinn AMC-Shorten. Wir machen direkt die nächste Nummer. In deine nächste Aktie. Ja, nicht meine, in meine nächste. Ne? Also guckt euch immer selber bitte was aus. Hauszahlen, Weltreise, Frau mit zwei Kindern, auch super. Bin Kurzarbeiter und wollte mit dem Geld, das ich hoffentlich hiermit verdiene, nach Australien reisen, was eigentlich schon dieses Jahr geplant war. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt auch aufgrund von Corona das bald wieder alle können. Wenn meine Mette aufgeht, ist mein Ruhestand fast gesichert. Ah, Ralf, ich gönne es wirklich jedem. Ne? Vor allem, wenn man schon ein bisschen gesetzteres Alter hat, dann gönne ich jedem wirklich jeden Euro, damit man früh ein bisschen was vom Leben hat, noch mehr vom Leben hat. Ne? Ich kenne ja niemanden, der sagt, hätte ich mal mehr gearbeitet oder mehr Zeit im Büro verbracht. Ja? Eher in Rente gehen. Ja, habe mir ein E-Bike und ein neues Motorrad gekauft, könnte das Geld gebrauchen. Ja, Fiete, super. Support für eine Familie und ihre Familie, die heftig am Überleben sind wegen Corona-Spende und Gröning-Organisationen. Und dann mal schauen, Silke, super Ziel, ganz toll, ganz, ganz toll. Bausparvertrag, Bundesschatzbriefe, erstes Haus fertig machen, richtig hohem Niveau, geile Küche, Frau. Geile Küche für Frau, KK. Na, das ist aber schon so ein bisschen, ja. Meine Frau wird mich direkt töten, wenn ich sage, die gehört in die Küche. Neu investieren, noch Corona, fetter Urlaub und nochmal was spenden nach meinem GMI-Gewinn. Ja, okay. Angenommen, es kommt irgendwann zum Squeeze, alle in den Gewinn mehr. Wo wäre dann der realistische Kurs und geht der Shorter und Ladder dann zurück? Oder geht das Shorter und Ladder dann zurück? Dann weiter. Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Vor allem jetzt auch durch die neuen Restriktionen kann ich mir schon vorstellen, dass es zumindest jetzt schwieriger wird zukünftig, ja, auch was dieses Übershorten angeht. Ich glaube, dass die NTCC nicht ohne Grund diese Regeln jetzt gemacht hat. Ja, und das ist ja auch prinzipiell was Gutes, das muss man auch sagen. Ja, und der Elon Musk, der hat ja gesagt, das könnte so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte sein, die wir jetzt hier gerade haben. Ja, es gab auch schon Artikel im Forbes-Magazin, glaube ich, war es, wo die gesagt haben, das könnte jetzt zu der größten Umverteilung von Wohlstand in der Menschheit könnte da stattfinden. Ich bin halt gespannt auf dieses Video von GME. Wenn ihr da Infos habt, sagt einfach Bescheid, ne? Wo die jetzt wirklich also diese Schnipsel rausgeschnitten haben. Das ist halt schon immer alles sehr suspekt. Wenn man da alle Dinge immer zusammenzählt, finde ich das schon irritierend. Ich kaufe ein Tablet. Ja, super. Shorten, ja. Stimmt, Sparkasse hat ein gutes fünftes Jahr. 5 Jahre Festlaufzeit bei 0,0. Ja. Richtig, richtig geil. Ich komme gar nicht nach hier mit euren Chats. Ja, ne, es kommen, kriegen halt alle. Bei sowas kriegen auch leider die Falschen manchmal ihren Anteil. Hallo, Chat. Hi, Crunk Babe. Ja, wir haben echt kaum Bewegung. Ne? Also wir schaffen es auch nicht wirklich, AMC jetzt durchzubrechen. Mit AMC hier durchzubrechen. Ne? Ich gucke jetzt gerade nochmal, haben wir bei GameStop eine Bewegung. Ja, da ist schön die Rakete. Die sind jetzt 4% im Plus. Muss man aber auch sagen, ne? Sei denen gegönnt. Wir hatten die letzten Tage, sind wir wirklich sehr verwöhnt worden. Ja. Ich kaufe den Hedgefonds ein neues Hirn. Ja, sehr, sehr geil. Ja, bewegt sich wenig, was das angeht, echt, absolut. Das ist trotzdem spaßig hier, Jens, kein Problem. Ja, ne, ich versuche euch so ein bisschen zu unterhalten. Ich habe ja damit gerechnet. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier heute die Hölle losgeht und ich hier den Live-Moderator des Kurses mache. Ganz ehrlich, das könnt ihr auch selber. Ne? Also ihr könnt ja selber sehen, wie geht der Kurs. Ne? Es geht jetzt so darum, sich ein bisschen auszutauschen als Community, ein bisschen kennenzulernen. Ja. Deine Frau hat gesagt, Koks und Nutten. Für sie oder für dich? Ja, Jens, du bist klasse. Ja, Erkan, danke, danke. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nett. Ja.
Ja, also wenn ihr mir helfen wollt, wie ich ja schon sagte, pusht nochmal den Like-Button. Ist gerade ein bisschen ist der Stream hängen geblieben. Wenn wir jetzt noch nicht heute mit der Aktie zum Moon gehen, dann wäre super, wenn ihr auch meinen Kanal abonnieren würdet. Ja. Ich versuche euch da immer wieder mit Content zu versorgen. Wie gesagt, es gab eine Geschichte, vielleicht kann ich die. Ich kann ja nicht in den Browser gehen. Ich bin jetzt heute ein bisschen eingeschränkt, das ist halt beknackt. Sonst könnten wir halt zusammen gemeinsam mal suchen. Moment, ich kann auch eigentlich. Kann ich nicht einen anderen Browser nehmen? Ich habe nur keinen anderen, ne? Ich guck mal gerade. Safari. Macht er den auf hier? Weil ich hatte einen Artikel gesehen, ja, dann geht mein Rechner hier direkt in die Knie. Ich will hier auch nicht einen zweiten Absturz vorhersehen. Ja. Ja, wenig Volumen, ist halt wenig Bewegung, ne? Ist halt unaufgeregt, ne? Da ist halt wenig los. Ist halt ein bisschen schade, weil wenn, man sieht halt, dass halt der Gesamtmarkt hier, also zumindest die Aktien, in denen ich jetzt der Tech-Anteil, ich bin viel in Tech-Aktien und dergleichen drin, der Teil ist halt grün. AMC hinkt halt heute hinterher, ne? Das ist ein bisschen schade. Ja, Dennis Yu, genau. Koks und der ganz wichtige Rest wird verpasst. George Best, super Fußballer. Der Spruch war, glaube ich, von ihm. Ja, wir haben 46 Millionen, das ist wenig an Volumen, ne? Also das ist relativ bescheiden. Wir sind jetzt bald bei der Hälfte des Tages, ne? Also das ist relativ wenig. Ja, 800er Abo haben wir jetzt. Wirklich, haben wir schon geschafft. Hallo Larisa. Sehr schön, wow, 800. Gestern habe ich das Video hochgeladen, da waren 670. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Echt, also. Ja, Crankbabe, genau, das ist mir. Also, ich mag auch nicht diese Push, Push, Push-Geschichte, ne? Kauft, kauft, kauft. Ah, das ist halt. Mir geht es halt so ein bisschen darum, so ein bisschen die Hintergründe zu erleuchten. Ne? Also auch so ein bisschen, ich finde das spannend, einfach da in dieses Feld einzutauchen. Ne? Da ist natürlich auch viel Verschwörungstheorie dabei und so. Eigentlich bin ich, was so Anlage angeht, eher konservativ. Ja? Also was heißt konservativ? Ne? Eine Immobilie, ne? Ein bisschen so aufgeteilt, meine Vermögenswerte. Gehe eher auch in so stabilere Aktien, ne? Also Apple, Facebook, Microsoft habe ich schon 100 Mal erwähnt. Ne? Also diese ganzen Tech-Aktien. Ich glaube, dass der Solarsektor zukünftig oder alternative Energiensektor Zukunft hat. Ne? Ich finde Wasserstoff spannend. Aktuell sind die ein bisschen drunter. Ne? Ich glaube, der Cannabis-Sektor könnte zukünftig ein bisschen spannend werden. Ne? Da sind viele Optionen auch zukünftig. Aber mir geht es in erster Linie jetzt hier bei AMC um dieses Movement. Ne? Also wirklich, dass man hier positive Dinge verändern kann. Ne? Das hatte ich ja auch schon mal gesagt wo man jetzt die Affen rettet. Ne? Also ich habe keine Meldung gesehen von irgendeinem Hedgefonds, die sagen, hey, yo, jetzt spenden wir mal für den Artenschutz, ne? Und mal eben $350.000. Was für die, ganz ehrlich, das ist für die das Portogeld an einem Tag. Das ist für die gar nichts. Ne? So, und ich feiere einfach diese ganzen einzelnen Geschichten. Wo halt Menschen wirklich ihr Leben verändert haben, ja, auch zum Positiven verändert haben, einfach weil sie jetzt schon auf diese Aktie gesetzt haben, bei GameStop und auch bei AMC. Und ich würde mir das halt wünschen, dass das hier vielen, vielen normalen Menschen auch passiert. Ne? Und diese Option, auch wenn ein Elon Musk sagt, das ja auch, das kann hier passieren, die Nummer. Es kann auch sein, ne? Da weiß keiner, dass das Ding schon durch ist und die ganzen Hedgefonds, die sitzen da in ihrem Bütchen. Und lachen sich kaputt darüber, dass wir denken, hier passiert noch irgendwas Großes. Die sind vielleicht schon durch mit der Nummer. Weiß keiner, ne? Ja. Sandy World, die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Wenn der eine oder andere untergeht, ja, meine Frau, er wird das verstehen. Ja, das mag sein, das mag sein. Ne? Ich versuche halt so respektvoll wie möglich zu sein. Ich versuche auch jeden Kommentar unter meinen Dings zu beantworten. Langsam brauche ich da einen eigenen Customer Service für. Ja, das hat für mich halt mit Respekt zu tun. Weil, also, ihr schenkt mir ja euer größtes Gut.
Ja, kann mir wer sagen, was euer größtes Gut ist, das Wertvollste, was ihr besitzt? Wer kann mir das sagen? Kann mir das hier einer im Chat schon sagen? Zeit, Zeit, Zeit. Genau. Ja, ist ein bisschen versetzter, merke ich jetzt auch. Zeit. Ich meine eure Aufmerksamkeit. Ne? So, und wenn man sich jetzt kurz die Zeit genommen hat, und einen Kommentar schreibt, ja, da hat er mir ja seine Aufmerksamkeit geschenkt und deswegen möchte ich die auch gerne zurückgeben. Ne, ich bin da selber bei solchen Dingen auch nicht immer optimal. Ich vergesse da manchmal eine Ansprache, möchte dann auch durchgehen, weil ich dann wieder bei meiner Zeit bin. Das ist dann egoistisch. Aber das versuche ich so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, dass wirklich jeder auch auf seinen Kommentaren eine Antwort bekommt, ja. Und so funktioniert ja auch, also hier diese gesamten Social Media-Geschichte, ne? Das ist eine Community und da soll man positiv und respektvoll sich gegenüber austauschen, ne? Wie Schule hier, Aufmerksamkeit, ja. Ich sehe das auch als one in a lifetime, ob das passiert, ob es passiert oder nicht. Genau. Ne? Also, und da ist ja jetzt schon so viel Gutes draus erwachsen. Ne? Und wer weiß, was da noch draus kommt, auch wenn sich das jetzt ein bisschen länger hinzieht. Ich sage aber auch ganz klar, ne? Also jetzt, wenn ich sage, die Hedgies, die sitzen da und lachen sich kaputt, das glaube ich einfach nicht. Weil, also warum sind denn diese verschärften Regeln jetzt durchgekommen? Also die sind jetzt durchgegangen, weil denen jetzt gerade, ich sag mal, der Hintern auf Glatteis geht, so langsam, ne, so. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass das passiert, ja. Durchbruch verhindern. Man merkt richtig, dass du im Coaching-Bereich tätig bist. Das ist irre, ja. Kann sein, ja. Ich war zeitgleich mit dir. Ich war zeitgleich mit dir. Easy. Ja, okay, dann verkaufe ich jetzt. Was hast du studiert? Ich habe nichts studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaften mal angefangen. Ja, und ein Personal Coaching, Business Coaching angefangen oder bin gerade noch dabei, das komplett zu finalisieren. Ja, war lange Zeit, 20 Jahre lang in einem großen Konzern in der mittleren Management-Ebene, hatte da 120 Mitarbeiter unter mir und da ging es halt um Consulting, Customer Service, Vertrieb. Ja. Oh, bam, bam, bam. Hast du ein AMC? Ich habe meines vorgestern bekommen. Mega, mega. Ah, nee, habe ich nicht. Aber eigentlich sollten wir uns alle mal so eins holen. Ich habe auch gesehen, es gibt einen so einen Typen, Castaneda, glaube ich, heißt der. Der sitzt immer in so einem Raumschiffanzug. Finde ich auch geil. Ja, aber das kann ich nicht bringen. Da haltet ihr mich für komplett irre. Wird auch dann nicht mehr echt. Ja, also ich bin eher hier so der lockere Typ. Mal ein Hemd, mal ein Polo, mal ein T-Shirt, ja, mal mit, also eigentlich habe ich immer eine Mütze auf, das wird so mein Markenzeichen sein, so ein bisschen. Ich habe immer diesen Flat Cap habe ich so auf, ne, von Stetson habe ich, oder halt eine normale Cappy, weil, kann ich euch ja zeigen, da ist nicht mehr viel, ja, die Frisur sitzt immer. Ja. Der Hype von AMC war größer, als der Charter zeigt. Ja, ist oft so, ne, weil die Leute viel Emotionen da reinbringen, da ist halt Geld hinter. Und dann, ja. Finde deine Entscheidung super. Welche Entscheidung meinst du, Erika? Was meinst du? Ich habe Kartonagenfalten in China studiert. Was ist das denn? Ja, ich glaube nicht, dass den Hedgefonds der Arsch auf Grundeis geht. Okay, Stefan, was glaubst du? Was ist deine Theorie? Glaubst du, die sind komplett entspannt? Ja, die haben schon ihre Gegenstrategie und sitzen an der Seitenlinie. Dann würde mich interessieren, warum du in AMC investiert bist. Ich denke, heute eine Stunde vor Schluss werden die Reddit-Millionäre gegen Hedgies einen Fight führen. Ja, das wäre Mert, wäre Ismail oder Mert? Mert Ismail wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ja, wäre schön. Du bist ein klarer Kopf, das merkt man. Ja, danke. Nur nicht zu Hause. Wenn du da deine drei Mädels um dich tanzen hast, dann da ist nichts mehr mit klarer Kopf. Pi mal Daumen, Universität in Könnte-Klappenhausen. Absolvent. Meinst du mich?
Absolventin der Pi mal Daumen Universität in Köntekloppenhausen. Ja, genau. Ist die Auszählung wirklich ein Vorteil für uns im Mai? Die Auszählung an sich, denke ich ja, würde ich jetzt sagen ja, weil dann die Karten auf den Tisch müssen. Andersrum, schon uns auferlegt wurden, was die verschärften Regeln sind. Ja, kann ich gleich, Serot, gehe ich gleich gerne nochmal rein. Ich meine deine Einstellung. Ach so, okay. Ja, es freut mich. Danke, Erika. Da fragt jemand, wo man das T-Shirt bestellen kann. Easy Web, kannst du da nochmal drauf antworten? Das wäre halt super. Ja, genau, Stefan, warum du. Du glaubst, okay, du glaubst also eher so gar nicht an den Squeeze, sondern du sagst eher, dass diese mittelfristige Geschichte jetzt entscheidend ist. Okay. Die wollen raus. Ja, richtig, glaube ich auch. Glaubst du an einen Short Squeeze, Isabella? Ja, ich glaube daran. Also ich glaube daran. Ich glaube, dass dieser Short Squeeze stattfindet. Es gibt halt für mich zwei Szenarien. Es gibt halt zwei Szenarien, dass so ein langsamer, stetiger Kursanstieg geht. Und da sehe ich so das 35, 40er Dollar so als Ziel, wenn jetzt gar kein Squeeze stattfindet. Und wenn ein Squeeze stattfindet, sehe ich alles realistisch von 80 bis 2000. Also, ja, wann kommt erster Junge? Ja, gute Frage, DZ. Wir wollen nochmal nachlegen. Ja, zwei Schüsse habe ich noch. Also, ich hätte gern, wir hätten gern, also fünf hätte ich dann. Wenn noch ein Mädel kommt, dann ist vorbei. Ja, ich habe jetzt erstmal ein Bier aufgerissen. Ja, super. Ich habe hier nur Wasser. Ich habe übrigens den Hinweis bekommen, dass ich in den Videos immer schmatze. Ja, meine Frau hat das auch bestätigt. Ich glaube, das liegt aber, ich habe hier diese Invisible Line hier unten von meinem Schwager. Der ist Zahnarzt und ich glaube, dadurch mache ich das. Oder weil ich einen trockenen Mund habe, wenn ich mich konzentriere. Das scheint so ein blinder Fleck zu sein. Entschuldigt das bitte. Ja, ich versuche da schon bewusst drauf zu achten, aber er gelingt mir nicht immer. Jetzt nervt es mich mehr selber. Ist mir das gar nicht aufgefallen. Ja, so, 5 Dollar. Wer kennt das nicht? Kinder, die Erfahrung sollte jeder haben. Das diesmal, ja, absolut. Lies das mal rückwärts, dreh mal am Herd, ja. Vorwärts wie rückwärts, Anagramm, ja. Wir haben einiges gemeinsam. Trage auch eine Frisur, sitzt bei mir auch und drei Kinder und AMC-Aktie. Ja, Ogusan, super. Sehr, sehr schön. Ja, dann ist ja in aller unser Interesse, ne, dass der Kurs nach oben geht. Ja, das wäre schön, Mert, ne, 40 Euro. Stefan, die Hedgefonds haben aus der GME-Geschichte gelernt. Ich sage nein. Ich sage dir nein. Ich sag auch, ich erkläre dir auch warum. Wenn die da so schön draus gelernt haben, wieso gibt es denn den zweiten Squeeze, den die jetzt nochmal unterbrechen mussten bei 340 letzte Woche? Die haben da nicht draus gelernt. Die haben einfach nochmal geshortet und die Leute sind drin geblieben, weil die einfach gesehen haben, dass der hier Deep Fucking D-Punkt-Punkt-Punkt-Value nicht verkauft hat. Ja, und der Kurs ist dann einfach nochmal angestiegen. Ne? Das hat ja nicht nur mit der Meldung hier vom Finanzchef und dem CEO zu tun, sondern da ist ja eine Mechanik hinter. Und deswegen, ich glaube nicht, dass die Hedgefonds da wirklich draus gelernt haben, ja, in der Nummer, sondern eine Sache darf man nicht unterschätzen. Die Gier des Menschen ist unendlich. Ja. Achttausend Shares noch verfügbar. 8000 Shares nur noch. Oh, das ist ja krass. Ja. Wie siehst du den fairen Kurs von AMC? Also wenn alles normal läuft nachher, 25, 30? So, also 20 mindestens. Ne? Also da geht jetzt nochmal ein bisschen Wasser. Ist jetzt nicht mehr so viel Luft. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen, woher wir kommen. Ne? Also wenn ihr euch das jetzt mal anguckt auf Tagesbasis. Ne? Also wir waren jetzt hier. Vor nicht allzu langer Zeit. Warum geht denn meine Maus nicht? Was ist das denn? Ich weiß nicht, warum der hier nicht geht. Also warum ich hier kein Rädchen. Jetzt geht er wieder. Der braucht ein bisschen. Also wir waren ja noch Ende Februar, also vor knapp 2 Wochen waren wir noch hier im 6-7er Bereich, also gerade mal die Hälfte. Das heißt, der Kurs hat sich verdoppelt. Ja, also da
ich glaube, da ist auch noch schon zu viel Ligier drin. Ne? Das ist eine Bomben-Performance. Eine Bomben-Performance. DZ Ehrenmann, danke, danke. Andreas immer, scheißegal, okay. Meistens kommt dieser ja überraschend und unvorhersehbar. Ja, ist er auch, Tobias. Prinzipiell ist er unvorhersehbar, das stimmt. Ich bin der Meinung, das ist ein Marathon. Ja, also, habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das wird sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Ja. Was hältst du von Michael Burry und Florian Homm? Florian Homm, für mich kein vertrauenswürdiger Zeitgenosse. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich gucke dem Mann in die Augen, zumindest hier an den im Dings. Spannender Typ, hat viel erlebt, sehr kompetent, absolut. Ja, aber ich glaube, es gibt so Geister, mit denen würde ich mich ungern umgeben, ne, weil die einfach mehr bei sich sind als bei anderen. So würde ich das jetzt sagen. Ne? Aber prinzipiell, ich kenne den Mann nicht. Vielleicht ist der ganz, ganz wunderbar. Ne? Michael Burry sagt mir gar nichts. Muss ich mir anschauen. Hab einen Freund, der hatte schon 3 Mädels und bekam dann nochmal Zwillinge, noch 2 Mädels. Oh Mann, ja, wer weiß. Vielleicht erwartet mich das ja auch noch. Katastrophe. Wie lange bleibst du heute online? Weiß ich noch nicht. Mach vielleicht noch, also wenn meine Frau mir eine Nachricht schickt, ich soll kommen, dann komme ich. Ja, dann mache ich das hier relativ spontan, muss ich dann leider offline gehen. Ja, ich weiß auch nicht, also ob da genug Themen jetzt gerade gibt. Ich sehe gerade, GameStop geht gerade schön ab. Also GameStop bewegt sich schön nach oben. Oh, ich bin auf dem Tagesschau. Ich war gerade kurz verwundert, wie 82. Das habe ich verpasst. Aber 220, sehr, sehr schön. Also die haben eine schöne, schöne Bewegung heute. Ja, hätte ich mir erwünscht heute für AMC, aber ich glaube, das wird heute eher ein bisschen mau bleiben. AMC für AMG. Gier frisst Hirn. Ja, absolut. Grüß in die Runde. Let's roll. Hallo Marek. Schön, dass du da bist. Doch nicht. Ja, alle, die jetzt neu sind, hier sind gerade einige neu gekommen, bitte lass doch kurz ein Like da. Einfach so, damit noch mehr Leute aufmerksam werden. Jetzt bei GameStop ist richtig Volumen hinter. Also guck mal, da ist schöne Bewegung. Ja, was haben die insgesamt? Also jetzt für den, also für die haben ja einen kleineren Market Cap. Kleiner Anteil an Aktien, aber 12 Millionen. Was haben wir jetzt bei AMC? 48. Ja, bei uns ist ruhig. Man sieht es hier. Ne? Also da ist wenig, wenig Bewegung. Ja, und bei GameStop fliegen hier die Angebote rein. Zwar eins, mal zwei, mal drei. Ja, schade. Warum wird geschortet, wenn die durch sind? Ja, naja, der Kurs war ja wieder auf 480. Also wenn du jetzt GameStop meinst oder 450, dann haben die sich gesagt, ich shorte jetzt wieder. So, wenn die Leute aber auch danach ihren Verlust nicht minimiert haben, ja, dann halten die ja immer noch die Aktien. Viele haben einfach die Aktien auch durchgehalten oder sind spät eingestiegen, selber bei diesem Squeeze und haben es dann verpasst zu verkaufen. Ja. Und ich bin bei AMC drin. Ja, Johannes, du, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Ja, also da ist jetzt, da darf man nicht auf Tagesweise gucken. CEO hat vorgestern gekauft, der hofft auf einen Squeeze. Ja, ich habe aber gestern auch irgendwo noch in den USA gesehen, der soll angeblich auch wieder Anteile verkauft haben, aber nur 60.000, also minimal. Da haben sie sich bei Twitter schon ausgelassen, auch so leichte Bedrohungen ihm gegenüber. Das fand ich halt ein bisschen irritierend. Ah, Erika, okay. Wieso hast du das denn? Bin leider zu früh raus mit Verlust. Kannst du mal kurz erklären, was passiert ist? Das würde mich interessieren. Zero Snow. Ja, danke schön. Genau, das finde ich super wichtig. Ja, also stellt immer euren eigenen Nachforschung an. Das ist einfach super, super wichtig. Ja, nicht einfach alles annehmen, auch nicht von mir. Also ich bin ja auch nicht perfekt, wir kennen uns ja nicht. Ne? Ich kann ja alles erzählen. Ich habe schon gesagt, ich könnte ja auch von den Hedgefonds angeheuert sein, dass man sagt, ach, die paar in Deutschland, die machen wir jetzt auch noch
Die kriegen wir jetzt auch noch eingefangen. Ja, die sollen mal schön an alles glauben. Na? Nee, macht immer eure eigenen Nachforschungen. Ja, da kann ich euch dann mal eine Anekdote zu erzählen, wie dieses kritische Denken bei mir so ein bisschen aktiviert wurde, wenn es interessiert. Ne? Was hast du für ein EK bei AMC? Ich habe gekauft für knapp $8. Also Menge, egal, nur EK. Pulverst du noch mal was rein, habe meinen Tesla-Call verkauft und wäre ready. Also ich pulver noch mal was rein, sollte es jetzt noch mal gut runtergehen. Ja, würde ich noch mal was nachschieben. Noch mal so ein Fünftel meiner Position, also noch mal ungefähr 100, 150 Shares. Ich habe jetzt 650. Der Kurs hält sich so krass bei 14. Ja, ist langweilig. Wo bleibt die Rakete? 3000 Shares nur noch. 3000 Shares nur noch zum Shorten, okay. Ist mein Schwager. Thomas Mast. Ist dein Schwager. Okay. Ja, wer ist dein Schwager? Halte meine 650. Ja, Andreas, ich auch. Hello, hallo Eiten. Sehr schön, dass du da bist. Hi. Super, super. Was machst du beruflich? Habe ich gerade erklärt, ich bin Personal Coach, Business Coach, Firmenconsultant. Selbstständig in dem Bereich. Habe auch eine App, die könnt ihr im App Store runterladen. Wendepunkt heißt die App, die hilft euch, eure Gewohnheiten zu tracken, so ein Erfolgsjournal zu führen. Sind auch noch relativ jung drin. Ja? Und wenn ihr, ich suche händeringend einen Programmierer, der in Swift programmieren kann. Wenn ihr jemanden kennt, sagt Bescheid. Der Bock hat, bei einem Startup mitzuwirken. Wäre echt spannend. Also leider nur im App Store verfügbar. Wendepunkt heißt die App. GameStop vom Prinzip her, weitaus schlechtere Aktie. Ja. Haben wir identische Menge? Ja, genau, haben wir identische Menge. Ich bin, ehrlich ist das? Ich glaube, du hast nicht verkauft, wenn es am schönsten ist. Aber wer weiß. Ja, leider keine Geduld gehabt. War mein Fehler. Okay. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Marek, ja, du, die Manipulation, ich glaube, also nochmal, da kann ich ja jetzt nochmal ein bisschen drauf eingehen. Habe ich nicht hier meine Präsentation da? Warte mal, ich guck mal gerade. Wo ist er denn? Also, ich kann ja nochmal hier so ein bisschen drauf eingehen. Also, die neue NSCC-TCC-Regel, ne, gehe ich noch mal ein bisschen rein. Also, die NSCC, das ist ein Konglomerat, wo eigentlich alle Hedgefonds und so drin sind, ne, und Indizes und dergleichen. Da gibt es halt gewisse Regeln, damit man halt überhaupt Geschäfte abwickeln kann. Ja, so, und da hat die NSCC folgende Sicherungselemente hinter. So, das ist halt einmal, dass du halt eine Einzahlung von der Bareinlage machst, ja, in den Abwicklungsfonds von der NSCC. Ja, so, damit man halt schon mal eine Bareinlage als Sicherheit hat, ne, wenn man jetzt die Position nicht wieder zurückkaufen kann. Dann halt eine kurzfristige Schuldverschreibung von den anderen Aktienprogrammen. Das heißt, die Hedgefonds sind ja nicht nur in eine Aktie investiert, sondern die haben das ja sehr aufgeteilt. Und wenn jetzt von einer Position, wenn es da ein Risiko gibt, dann müssen die eine Schuldverschreibung abgeben für ihre anderen Aktien. Das heißt, dass diese liquidiert werden können in deren Namen, um eine Liquidität nachher herzustellen. Ja, oder halt dritte Möglichkeit, wenn man das hier nicht möchte oder zusätzlich, dass man noch einen Kredit aufnimmt. Das ist ja sogar passiert bei Citadel beziehungsweise bei Melvin Capital. Die haben einen Kredit von Citadel bekommen von, ich glaube, 3,5 Milliarden, um halt das hier bedienen zu können. Ja, und als viertes die SLD verwenden. Ja, und SLD ist nochmal ein zusätzliches Sicherungselement von der NSCC. Damit man nicht einfach halt Konkurs anmelden kann. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, hey, wir gehen jetzt volles Risiko, geht die Nummer nicht, dann melde ich Konkurs an. So. Und das soll natürlich vermieden werden. Dadurch haben sie jetzt die SLD-Summe ist nochmal vorher eine Schätzung gewesen von der NSCC. Die haben halt grob geschätzt, wie groß ist das Risiko und dieser Betrag musste dann halt hinterlegt werden. Aber lediglich jeweils 5 Tage vor Ablauf der risikobehafteten Option.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Wette gemacht habe am 12. März zu dem nächsten Freitag, also am 19. März, sprich heute, und jetzt habe ich den Faden verloren, jeweils 5 Tage vor Risiko, circa eine Woche vor Ablauf. Ja, so, jetzt habe ich es wieder. Also die hatten, wenn die das musste jeweils 5 Tage vor Ablauf der jeweiligen Optionen passieren. Ja, das heißt, die hatten einen gewissen Puffer, einen gewissen Zeitraum dazwischen. Ja, dann hat man sich die Monate, also die letzten 24 Monate angeguckt. Ja, wo besteht das größte Liquiditätsrisiko? Ja, das heißt, man musste da auch eine große Anzahl sich nochmal anschauen. Entsprechende Hedgefonds, also Melvin Capital und Citadel, mussten dann spätestens 2 Tage erst vor Auslauf der Option entsprechende Liquiditätslücken decken. Ja, das müssen die jetzt täglich machen. Und es wird auch täglich wird überprüft. Das heißt, es ist ein anderes rollierendes System, was das Korsett für die Hedgefonds deutlich enger macht. Ja, wenn alles gut geht, hat man diese Sicherungssumme, diese SLD-Summe halt nach 7 Tagen zurückbekommen. Wenn nicht, wird die halt verwendet für die Liquidierung. Ja. So, dadurch, dass sie jetzt jeden Tag berechnet wird, ne, und auch einfacher gestaltet wird, diese Berechnung, hast du natürlich weniger Liquidität. Also die Hedgefonds haben weniger Liquidität, um diese sogenannten Short-Ladder-Attacken durchzuführen, also diese gezielten Angriffe, indem man halt gewisse Preischargen oder zu gewissen Preischargen Aktienanteile kauft, um den Kurs nach unten zu drücken. Ne? Und genauso auch Optionen in dem Bereich. So, da das Kapital ja für diese SLD zur Verfügung stehen muss, und zwar täglich. Ne? Es ist nicht so, dass es dann je nach Position, dann hast du da 3 bis 5 Tage Zwischenraum, der jetzt wegfällt. Und das sind Milliarden, die nicht zur Verfügung stehen. Und das ist halt der indirekte Vorteil. Und das hat auch in Zukunft, wird das ja einen Einfluss haben. Ne? Ja? Und das haben die halt gemacht, weil die halt selber nicht an den Pranger gestellt werden wollen. Ne? Ich hoffe, das war jetzt verständlich, nachvollziehbar. Ja, Ralf, ne? Verlust gehört halt an der Börse dazu. Das ist halt so, ne? Ja, ansonsten habt ihr noch Themen oder irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, hey, das würde euch noch interessieren. Ja, ich trinke mal einen kleinen Schluck eben. Habt nochmal 4.000 nachgelegt. Tony Maroni, ja, sehr gut. Das ist genau das, was man braucht. Kaufen und halten. Das ist halt extremst wichtig. Ich gehe nochmal auf den Chart, gucke nochmal eben nach. Ah, GameStop schön, 9% im Plus. Wo stehen wir? Bei uns ist tot. Also AMC ist heute wirklich plus minus null. Das ist krass. Also es wird spannend, ob wir wirklich genau die 14 packen, weil dann noch eine Menge Optionen halt auslaufen. Ne? Also die werden dann ungültig. Ne? Diamond Hands. Wenig Angriff von den Hedgefonds, oder? Ja, man darf halt nicht vergessen, es gibt halt auch eine Gegenseite. Ne? Also die anderen Hedgefonds, die sind halt long gegangen. Ne? So, und die wollen halt jetzt auch nicht, dass der Kurs halt runtergeht. Ne? Der hat halt einen riesigen Einfluss. Also deswegen ist für mich wirklich interessant, dieses Interview zu sehen und euch daraus auch meine Erkenntnisse dann zukünftig mitzugeben. Weil die wohl wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesamtökonomie haben, auch in den USA. Und ich finde halt spannend, dass CNBC genau diesen Anteil ausgeschnitten hat, diese 10 Minuten. Das sind alles so Dinge, die finde ich halt wirklich sehr, 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 sehr suspekt. Ne? Ich bin kein Freund von so großen Verschwörungstheorien, auch jetzt hier so bei Corona oder so, gar nicht. Ne? Da mache ich auch direkt den Kopf zu, wenn da einer sagt, ey, das ist alles nur gefaked und da möchte einer, Bill Gates möchte die Weltherrschaft an sich reißen, für mich alles Quatsch. Ja, finde ich auch gefährlich, so eine Message zu sharen. Aber hier in dem Fall,
Ich glaube, dass hier Dinge, viele Dinge im Dunkeln liegen, die jetzt so langsam ans Licht kommen. Ja, und jetzt kommen auf einmal große Änderungen von den Regulierungsbehörden, die es ja vorher gar nicht gab. Ja, und da gibt es ja einen Grund für. Ja, und der Grund ist genau das jetzt. Ne? Und die beschränken ja nicht jetzt unsere Möglichkeiten als Privatinvestoren, ja, was ja so befürchtet wurde, sondern die schränken ja wirklich die Hedgefonds ein. Und ich glaube, die haben erkannt, dass das ein systemrelevantes Thema sein kann. Ja. Kannst du mal das Bollinger Band erklären, Thomas? Nein, kann ich nicht. Ich arbeite null mit dem Bollinger Band groß. Kann ich nicht groß drauf eingehen. Wart ab, Reddit glüht, da kommt noch was. Ja. Die beobachten erstmal. Ja, kann sein. Kann sein, dass die an der Seitenlinie stehen. Ne? Du bist mir immer sympathischer. Ja, das freut mich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Welche Daseinsberechtigung haben die Hedgefonds überhaupt? Können sich Unternehmen rechtlich gegen das Shorten wehren? Nee, Matze, ich hatte das ja vorhin schon angesprochen. Das hat ja auch einen positiven Effekt. Ne? Sind wir ganz ehrlich. Also, mir ist lieber, dass jetzt, auch wenn Leute Geld verloren haben bei Wirecard, aber mir ist lieber, dass so ein Unternehmen jetzt vom Markt verschwindet, als dass dieser Schneeball noch viel größer wird. Und die sind ja wirklich erst durch Leute aufmerksam geworden, die es sich zum Beruf gemacht haben, Firmen rauszusuchen, die halt nicht sauber agieren oder wo Dinge unsauber sind oder nicht klar sind, um diese dann zu shorten. Und dieses Instrument bringt ja auch Liquidität in den Markt, ja, und Volatilität, was wir uns ja auch alle wünschen, dass ein bisschen mehr Bewegung da drin ist. Ne, prinzipiell ist das nichts Verkehrtes. Ne, in der Form, wie es jetzt geht, mit diesen Naked Calls, dass man mehr shorten kann, als es überhaupt geht. Ja, dadurch, dass halt die Market Maker abgekoppelt sind vom Markt und von der Regulierungsbehörde und das nicht zurückmelden müssen. Das ist ungesund. Ja, und das verstehe ich auch nicht, warum es da kein gesundes Reporting zu gibt. Ja, das technisch möglich wäre das heute alles. Da braucht mir keiner erzählen, dass das nicht möglich wäre. Also da hat jede Pommesbude, die mittlerweile hier mit WooCommerce ihre Webseite aufsetzt, die haben ein besseres Abrechnungssystem und Reporting-System als manchmal die Börse. Man muss, darf aber auch nicht vergessen, da sitzt halt eine große Industrie hinter. Ne? S3 von diesem eHOR, wo ich dir gesagt habe, Fintel und dergleichen, ne? Ortex, die alle so verschiedene Zahlen zusammentragen. Wäre das jetzt an eine Stelle gebündelt, könnten die alle ihre Services individuell nicht verkaufen. Die könnten dann nur diese Daten nochmal neu auswerten und neu darstellen. Was sie ja jetzt machen, oder es werden halt Daten exklusiv verkauft als deren Erkenntnis. Das könnte aber theoretisch die Börse auch. Also jede Börse, die Wall Street könnte das, der Nasdaq, S&P, na, wir in Düsseldorf, in Frankfurt, jeder könnte das, glaube ich, erstellen. Du musst heute online bleiben, Elchen. Nee, du, das geht nicht. Also ich habe da die Kids zu Hause. Du, ganz ehrlich, das ist mir auch heilig. Ja? Also meine Kinder abends ins Bett zu bringen, das finde ich schon super, super wichtig. Also ich bringe die nicht immer direkt ins Bett, das macht meine Frau, weil die halt lieber mit denen gehen, aber ich sehe die halt schon gerne abends, das ist schon wichtig. Ja. Porsche-Aktien, auch geil, sehr nice. Also gehen die auch gut nach oben. Porsche auch ein schönes, stabiles Unternehmen. Sehr, sehr. Ja klar, es geht hier nur um Geld. Es geht nur, darf man aber nichts vormachen. Ne? Wir sind in einem kapitalistischen System und da ist nur ein Ding wichtig und das ist Gewinnmaximierung. Das ist das Einzige, was wichtig ist. So, ich gucke jetzt auch nochmal eben hier. Warum geht denn das Fenster zu? Ich habe gar nichts gedrückt, Leute, mit der Technik. Also GMI geht nach oben. Wie ist denn die Gesamtbörse? Gibt es hier? Kennt einer das Kürzel für den Nasdaq? Macht er nicht? Leute. Also ich brauche unbedingt hier noch einen Rechner, der ein bisschen besser agiert. Warum geht das nicht? Meine Maus renkt.
Tja, sorry Leute, komm nicht rein. Aktualisiert nicht, ich weiß nicht warum. Gerade war doch was da, oder hab ich was verpasst? Hier, Nasdaq. Ey Leute, was ist das? Ich kann es nicht anklicken. Sorry. Ich weiß nicht warum. Muss ich mir zukünftig mal hier in die Seite packen. Ja, ich kann aber hier unter Markets. Ah, hier unter Markets. So geht es ja auch. S&P, ja, der ist ja auch ein bisschen nach oben. Nasdaq insgesamt ein bisschen nach oben. Ja. Der geht aber gerade in die Knie, mein Rechner hier. Haha, Marek, hi. Ich bin selber kein Golfer. Du spielst auf die Cappy an, für alle, die das nicht wissen. Ein Freund von mir, der hat einen Golfladen, also für Golfausrüstung. Und ja, der verkauft mir die günstig. Und da habe ich mich mal mit ausgestattet. Ja, so. Deswegen, also insgesamt, ja, also die Tech-Aktien scheinen ein bisschen zu laufen. Ist gut für mein Portfolio. AMC ist wirklich, also ist ja heute, ist krass. Also der Tag, wo alle gedacht haben, es ist am meisten los, passiert gerade am wenigsten. Das ist wirklich Wahnsinn. Also dass auch der Kurs, dass sich das so aufhebt bei den 14, wir haben jetzt eine große Kaufwall, zwei, boah, das ist aber Wahnsinn. Also was jetzt hier im Volumen gerade reinkommt, okay, 11, 32, das ist natürlich schon eine Nummer, knapp unter 14. Aber die Bewegung ist schon Wahnsinn. Ja. Johannes, weiß ich nicht. Ob GME noch weiter steigt, kann ich echt nicht sagen. Weiß ich gerade nicht. Ja, aber die haben im Moment gerade, lass mal eben gucken, wir können ja mal charttechnisch mal eben gucken, wie es aussieht. Sind jetzt gerade auf einer kurzen Abwärtsbewegung. Ja, aber hier unten sieht schon so aus, dass sie schon überverkauft sind. Ja, und es sollte jetzt gleich wieder eigentlich ins Plus drehen. Na, also wie man sieht, das wechselt sich immer wieder ab. Hier diese das Momentum. Das Momentum ist gerade noch ein bisschen negativ. Es könnte jetzt noch ein bisschen nach unten gehen und dann eigentlich sollte es jetzt wieder drehen. Da ist natürlich auch viel Volumen jetzt drauf. Es hängt ein bisschen damit hängt jetzt davon ab, ob Volumen jetzt wieder reinkommt. Man sieht hier auch nur kleine Positionen, also 5 Aktien, 2 Aktien, 3 Aktien. Ja, da ist wenig Volumen gerade hinter. Auch wenn da viel Bewegung ist, aber die Anzahl der Aktien ist halt relativ gering. Das ist jetzt hat jetzt nachgelassen hier nach diesem Peak, den es jetzt hier gab. Wie man sieht, ne, man sieht schön die Korrelation, hohes Volumen, ne, hast auch schöne Bewegungen direkt da drin. Seitdem du es gesagt hast, fällt mir das Schmatzen auf. Ja, genau. Das war auch meine größte Sorge, dass genau ich euch jetzt mit sowas hier, also auf sowas aufmerksam gemacht habe. AMC schließt heute bei 12,50. Brave, willst du gebannt werden? Ach, Euro, okay. 12,50 €, das wäre über 14, oder? Welcher Dollarkurs wäre das? Ich weiß das einfach. Ich brauch deine Glaskugel. Domme, dazu kommt am Wochenende, kommt dazu von mir ein Video. Dann gehe ich da nochmal ganz genau drauf ein. Auch erklärt. Ich möchte aber jetzt nicht vorweggreifen, weil ich habe schon Arbeit reingesteckt in das Video. Ja, versuche das aber so ein bisschen mit einer Animation und so, damit ihr das gut nachvollziehen könnt. Was für, du verhältst dich wie ein echter Ehrenmann. Ja, danke schön, DZ. Wie hast du denn Webull in Dark? Keine Ahnung, ich habe das hier unten
einfach eingestellt, hier unter Settings. Und dann kann man das hier einstellen, Theme, hell oder dunkel. Und ich habe alles eigentlich immer lieber in dunkel. Ja, mal gerne. Oh, jetzt hoffentlich wechselt er wieder zurück, sonst werde ich direkt geblendet. Was? Erst lauter Videos, dass alles durch die Decke gehen wird und Stand jetzt ist nichts gekommen. Haha. Mr. Mac Guy Apple. Also ich habe nie gesagt, dass das Ding jetzt hier komplett durch die Decke geht. Ich weiß nicht, auf wen du ansprichst. Prinzipiell ist der Hype halt bei dieser Aktie groß. Ne, ich glaube, dass der Kurs prinzipiell steigt, ja. Aber ich habe jetzt nie gesagt, dass jetzt heute hier die Hölle ausbricht. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt. Es ist halt wichtig, Geduld zu bewahren, ne? Erika, ja, Optionen, du ganz ehrlich, ich würde auch niemals mit Optionen handeln. Ne? Also das ist Gambling, das muss man auch sagen, das ist hochspekulativ. Ja, in den USA ist das halt bei Robin Hood auch freigegeben. Ich weiß nicht, ob das hier bei Trade Republic auch der Fall ist. Da kann man halt auch mehr verlieren, als man eingesetzt hat. Das ist halt ein großes, großes Risiko. Deswegen werde ich da niemals dran gehen. Ich kaufe mir immer nur einzelne Aktien. Ne, ich möchte aber gerne die Mechanik dahinter mitgeben. Ne, das ist halt für uns als AMC-Investoren halt wichtig, weil es halt eine Korrelation gibt mit dem Kurs. Ne? Also hier hatte ich ja schon mal erklärt, das sind die Optionen, die halt auslaufen bei 6,50, 7, 9. Das sind halt Leute, die halt gewettet haben bis zu einem gewissen Kurs, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt haben die gesagt, ich glaube, dass der Kurs halt fällt. So, und wenn der Kurs aber steigt, dann machen sie halt Verlust. Der Hintergrund ist, bei einer Call-Option, ich sage halt, ich bekomme halt Aktien geliehen, verkaufe die sofort weiter. Also ich sage, ich kriege die Aktie für 10 Euro geliehen, verkaufe diese Aktie sofort weiter, bekomme dann die 10 Euro, muss dann nachher dem Broker bzw. dem Market Maker diese Aktie zurückgeben zu dem Kurs, den ich jetzt habe. Wenn ich aber die Aktie für 8 Euro einkaufen kann, dann mache ich 2 Euro Gewinn und gebe dem Broker die Aktie für 8 Euro wieder zurück. Habe halt 2 Euro Gewinn gemacht. Abzüglich dieser Leihgebühr, die es halt noch gibt, die er halt pro Tag dafür erhält, solange ich diese Option laufen habe. Das kann ich aber ein bisschen auch noch verbildlichen. Ich habe das jetzt versucht, einfach so zu erklären. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. So, und diese Optionen hier, die laufen halt alle aus. So, und deswegen ist halt super wichtig, wenn heute die 14 Dollar fallen sollte und wir wirklich über 14 Dollar abschließen, dann sind halt hier nochmal 3 Millionen Optionen, die geschlossen werden müssen. Das heißt, da müssen diejenigen, die halt darauf gewettet haben, dass der Kurs fällt, die müssen diese Aktien ja einkaufen. So, und dann hast du wieder mehr Bewegung drin. Bernd Sobotta, 12,50, 14,80, das würde ich sofort nehmen. Super. Wie hast du unten die Wellen in Webull eingestellt? Die Wellen in Webull. Das hier, das ist ein Indikator. Das sind hier oben, kannst du die einstellen. Über RSI, Volumen, kannst du die einfach aktivieren darüber. Und du kannst dann hier über All Indicators, kannst du dir die suchen. Ich habe jetzt den Storch RSI mir rausgesucht, weil ich den einfach ein bisschen besser finde als den normalen ESI, aber das ist Geschmackssache, glaube ich. Und der MACD ist halt Standard, ne? Das ist halt für jeden, der so ein bisschen Chartanalyse macht, ist der MACD eigentlich Standard. War das nachvollziehbar ein bisschen, Erika? Habe ich viel verpasst, Jens? Lars, nein, hast du nicht. Guck mal, wir sind parallel. GameStop hat so die Bewegung, die wir haben. Wir machen so einen lockeren Talk, wir sind eine entspannte Runde, ganz nette Community hier. Alle quatschen ein bisschen. Nochmal für die Neuen, die hier sind, haut doch mal bitte kurz ein Like rein, das würde mich super freuen. Ja, wir reden einfach über ein bisschen über Gott und die Welt, ein bisschen über den Aktienmarkt, ein bisschen was so passiert. Hast aber nichts verpasst, nichts Elementares. Mr. Nice Guy Apple. Dut, auf das sehen. Mr. Nice Guy Apple. Ach so, ja. Super, danke. Danke für die ganzen Likes. Wirklich ganz toll. Ganz, ganz toll. Freue ich mich wirklich. Sehr, sehr schön. Stefan, Frage beantwortet. Ich hoffe, dass das hilft. Ja.
Ja, danke dir, gerne. Könntest du deinen Desktop wieder verschieben, dass man mehr von der rechten Seite sieht? Ach so, tatsächlich. Ja, sorry. Ich habe das. Ich kämpfe noch mit der Technik. Sorry. Ich habe das noch nicht richtig lösen können. Schön, dass du auf jeden Fall da bist hier. Genau, MacD, genau, richtig. Ja. Ja, ich mag Webull, die haben einfach eine schöne Optik. Ich verstehe auch nicht, warum das hier unsere normalen Broker nicht hinbekommen. Also warum müssen die da so altbacken unterwegs sein? Wir sind im Jahr 2020 und mein Brokerfenster von OnVista, auch von anderen, sieht halt aus wie von 1920. Also verstehe ich nicht. Ja, das sind so Sachen. Like, Abo und Glocke für dich gemacht. Domme, danke. Echt, danke. Sehr, sehr nett. Freue ich mich. Kann jemand die Handbremse bei AMC lösen? Ja, die ist komplett drin. Das ist wirklich, wirklich heute wie verhext. Ist echt krass. Weißt du, um wie viel Prozent? Nein, Casico, das weiß man nicht. Es gibt Vermutungen, dass man sagt 400, einige sagen sogar 400, 500% soll AMC geschortet sein. Aber das Wissen tut man das nicht, weil man das nicht melden muss. Also man muss nicht melden, wie viele man von seinen geschorteten Positionen auch schon gedeckt hat. Und diese Naked Calls, also diese künstlich erstellten Aktien, die kennt halt auch keiner. Webull ist genial. Silke, ja, finde ich auch. Also von der Optik finde ich das super. Da fehlt jetzt nur noch, dass wir also so zwei, drei funktionierende Broker dahinter haben. Ne, das wäre halt wirklich super spannend. Das könnte auch nochmal so eine Handbremse lösen. Ich finde halt Trade Republic, ich finde gut, ne, wenn man so einen Broker hat, wo man halt einfach traden kann. Ne, man muss sich bewusst sein, dass man seine Daten dafür abgibt, wenn man jetzt umsonst tradet. Aber da fehlt mir zum Beispiel auch so Candlestick-Charts und so Indikatoren und MACD und eine Desktop-Version. Das fehlt mir halt da einfach. Ne? Also, ja, das war natürlich gestern, hatte der Trey hat auch zu der nachbörslichen Zeit, ist immer viel Bewegung drin. Ich hatte das Video aber leider nicht sehen können. Er hatte dazu aber schon was gesagt, ne? Tribun, du hast nichts verpasst. Nein, du hast nichts verpasst. Es ist heute ein ruhiger Tag an der Börse. Also was AMC angeht, ja? Ihr seht hier links so mein Hauptportfolio. Also insgesamt bin ich heute, ich glaube, sehr grün, was das so angeht. Aber AMC leider nicht dabei. Webull sollte dir eigentlich Geld zahlen. Ja, ich könnte die ja auch bewerben. In den USA ist das so, die haben so ein cooles Programm. Da kriegt man zwei Aktien geschenkt, wenn man die jetzt bewirbt. Ja, und also der Geworbene kriegt auch nochmal zwei Aktien. Leider habe ich das nicht. Hast voll recht, die Apps sind auch von Bitpanda, könnten viel detailreicher sein. Ja, genau, ich bin auch bei Bitpanda. Ja, das ist so ein bisschen, ich verstehe nicht, warum die da nur mit Linien arbeiten. Ne? Das ist auch eigentlich kein Problem. Ja, Wilhelm Tell, heute ist wirklich wenig, hast recht. Für Daytrader ist heute nichts. Also du könntest jetzt theoretisch, ne? Also gucken wir mal. Also bei AMC ist es wirklich extrem schwer jetzt zu sagen, in welche Richtung das ausbrechen könnte. Also das ist wirklich, das habe ich auch noch nie, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gesehen bei einer Aktie, wo 50 Millionen Volumen hinter ist, dass die sich komplett auf einer Linie bewegt. Also ich hoffe, mein Webull ist nicht kaputt. Könnt ihr auch nochmal checken, ob ihr einen anderen Chart habt? Das wäre es ja jetzt. Webull kriegt es nicht hin, die Dinger zu liefern. Konstant die 14 Dollar.
Hier ist doch gefaked. Ja, sieht auf jeden Fall schwer nach Manipulation aus. Man darf halt nicht vergessen, es gibt zwei Seiten, ne? Es gibt halt, ja, hatte ich ja schon gesagt, einen Käufer, einen Verkäufer. Und es gibt jetzt auch viele Hedgefonds, die jetzt gesehen haben, hey, wir können bei Citadel was abgreifen. Und die haben jetzt natürlich eine Long-Position eingenommen, ne? Also Citadel macht alles, um den Kurs nach unten zu drücken. Die sind sehr, sehr, sehr groß, ja. Und andere Hedgefonds sind long gegangen und drücken den Kurs jetzt mit nach oben und helfen, ne? Aber hier ist, man sieht einfach gerade, hier ist am Volumen fast gar nichts da. Ich bin selber bei Onvista. Also ich habe über finanzen.net und dann oben Onvista einfach bin ich drin, ja. Bin ich auch zufrieden. Also jetzt für, dadurch, dass ich ja kein Daytrading mache und ganz selten nur so Scalping, also jetzt so wirklich so, wo ich versuche, so ein paar Trends mal mitzunehmen, der Versatz, der geht. Also da kann ich auch einen Realtime-Kurs immer abfragen und dann nutze ich das. Das habe ich vereinzelt schon gemacht. Aber angenehmer wäre natürlich, wenn man das direkt in einem Chart machen kann, ne? Also dafür ist God-Mode noch ganz okay, aber auch die Bezahlversion für alle Modis, okay? Ja, J-Doc, ne, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Das kam ja auch raus, da gab es auch verschiedene Beiträge, dass halt CNBC und auch Yahoo Finance und auch Investor Palace und viele Medien finanziert sind, ja, von den großen Hedgefonds, ja. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass das so sehr einseitig aufgezeigt wird und man halt sagt, alle, die halt in AMC investieren, sind halt Idioten. Mich würde es freuen, wenn wir denen so ein bisschen das zeigen können, dass das nicht so ist. Ja, da kommt doch gerade wieder bei Twitter ein Follow rein. Jeder, der mir bei Twitter noch nicht folgt, würde mich freuen. Rock'n'Roller Trade ist da mein Kürzel. Da könnt ihr mich finden mit dem gleichen Logo wie hier. Oder unter der Kanalinfo hier könnt ihr nochmal gucken. Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein Follow da lassen würdet. Da gebe ich immer auch mal Updates. Ja, und da lasse ich mich auch gerne mal so ein bisschen mehr aus über die falsche Kommunikation und dieses, ja, wo man das so ein bisschen negativ alles macht. Jetzt haben wir so einen kleinen Ausbruch. Mal gucken, ob wir jetzt die 14 ein bisschen durchbrechen können. Das wäre schön. Ja, ist ein bisschen mau. Wir haben aber auch gerade größere Kaufwand, ja, mit 14 rein. Wird aber schwierig. Also ich glaube, das wird sich jetzt eher wieder zurückbewegen. Kennst du die Homepage von Savagi Stock? Nee, kenne ich nicht. Erika, gucke ich mir gerne mal an nachher. Savagi Stock, merke ich mir, danke. Oh, bei 17,32. Zumindest kurz, ja. Na, da wird heute nicht so viel passieren. Glaube ich auch. Ja, das wird jetzt. Ja, hatte ich ja gesagt, Ralf, ne, in einem meiner Videos. Ein bisschen werden die jetzt auch. Danke für den Follow, wer immer es war, danke. Werden die jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, positiver, was das Ganze angeht. Ja, die haben natürlich auch, man beißt ja nicht die Hand, die einen füttert. Ne? Das ist so. Deswegen bin ich halt auch ein Freund, das hatte ich ja auch gesagt, sich immer seine eigenen Recherchen anzustellen. Hätte man immer auf die großen Medien gehört, dann wäre bei GameStop nie was passiert. Dann hätten viele Leute ihren Kredit nicht abbezahlen können und die Spenden wären nicht geflossen. Ne? Also man sollte da auch immer ein kritischer Geist sein, auch die Dinge immer kritisch hinterfragen. Ne? Stimmt das denn da auch gerade so? Ne? Was da so gerade ja, mitgeteilt wird. Thomas. Tausend erreichen könnte. Ist das da was dran oder einfach nur Schwachsinn? Also Thomas, ich habe eine gute Due Diligence gesehen. Ja, da gab es auch ein super Video bei Trace Trade zu von einem Typen, der im Reddit-Forum sehr, sehr ausführlich ausgezeigt hat, warum er denkt, dass der Kurs $2.000 erreichen kann. Und ich sag mal so, also ich hab das noch nicht ausgearbeitet. Ich würde das aber gerne für euch ausarbeiten und euch ein bisschen mitgeben. Ich halte das nicht für kompletten Schwachsinn, sondern ich halte das für realistisch. Das sage ich auch nicht, um einfach da jetzt Hype reinzubringen oder irgendwie dergleichen, sondern das basiert ja auf Fakten, ne? Also zumindest Fakten, die für uns recherchierbar sind. Ja, ob
Komm, lass trinken gehen, Brave. Ja, gerne. Können wir ja heute Abend 30 US-Dollar. Ja, das wäre schön. Ja, ich gehe gerne mit euch trinken, wenn der Kurs geht. Also, was ich sagen wollte, ist, das werde ich für euch ausarbeiten und dann kommt dazu noch ein detailliertes Video. Ne? Also, warum ich denke, dass der Kurs auch wirklich nach oben gehen kann. Ich kann leider jetzt hier meinen anderen Broker nicht aufmachen. Anderen Broker, anderen Browser. Der öffnet den irgendwie nicht. Probiere ich gerade mal, weil ich wollte euch was zeigen. Also es gibt von Fidelity, das sind ja die, die jetzt gerade eingestiegen sind. Fidelity AMC. Das hier. Das war wohl schon am 27.01. Da gab es auch noch mal ein Update jetzt zu. Also der Fidelity. Ah, das ist nicht. Okay, das ist nicht der Artikel. Aber hier ist das Chart. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Ah, hier ist auch der Reddit-Beitrag bis 900. Genau. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Also Fidelity, die haben ja gerade eine halbe Million Shares gekauft. Das ist ein großer Hedgefonds auch. Und die haben halt einen eigenen Algorithmus. Ich glaube auch auf deren Webseite. Das muss ich mal gucken. Die sagen halt einen potenziellen Wachstum bis September von 900 Dollar voraus. So, und wenn die haben jetzt eine halbe Million Aktien investiert. Die verwalten große auch Renten, also die halten große, also die sind für Renten wichtig, Rentenanleihen und dergleichen. Und die können nicht einfach Investitionen tätigen, wo die nicht davon komplett überzeugt sind. Na, so, und wenn jetzt Fidelity sagt, bis 900, kann der Kurs steigen. Plus diese andere Due Diligence von diesem Typen, wo ich auch nochmal drauf eingehe, wo er Mechaniken mit und mit, die halt bei der Tesla-Aktie greifen, warum Tesla also immer wieder gestiegen ist, obwohl der Kurs ja abgekoppelt von den Fundamentals ist, ne? Und auch ein Elon Musk selber getweetet hat, dass das gar keinen Sinn macht. Glaube ich, dass das zumindest nicht komplett im Reich der Fabeln ist. Ne? Also hier, ich weiß nicht, ob ihr das gut auf dem Chart erkennen könnt. Das wäre halt so die Voraussage. Das heißt, dass wir bis Ende April schon über 100 Dollar liegen würden. Aber das ist halt hier erstmal ein kleiner Schritt. Ja? Und das ist halt auch gefühlt, ist das halt langsam. Ne? Hier ist halt die Kurve dann ein bisschen steiler, ja, bis sie dann wieder ein bisschen abflacht. Aber man muss halt hier für sowas Diamantenhände behalten. Ne? Es kann jetzt sein, ey, pass auf, das Ding ist mir zu langweilig. Ich verkaufe das Ding jetzt bei 100. Hättest du das Ding jetzt 3 Monate weitergehalten, kann das Ding bei 700 liegen. Das sagt zumindest deren Algorithmus. Ich sage nicht, dass das passiert. Aber die haben 500.000 Shares gekauft. Ja, und jetzt auch relativ frisch. So, und das machen die nicht, weil die nicht an den Kurs glauben. Ja, das. Ist heute wirklich Hexensabbat, ja? Do your own research. Genau, Roland. Immer do your own research. Daniel, welche Daniel? Da habe ich irgendeine Frage übersehen. Johannes, hi. Weiß ich nicht, ob sich jetzt ein Nachkauf lohnt. Ich hatte ja gerade gezeigt, dass hier Fidelity ein großer Hedgefonds eine Prediction rausgegeben hat von deren Algorithmus, dass der Kurs bis auf 700 hochgeht. Ja.
Jetzt hatte ich das schon wieder zugemacht. Ah gut, dann anyway. Haken dran. Ja. Ich halte, bis der Squirt kommt. Ja. Können die Hedgefonds nicht auch viel später ihre Shorts zurückkaufen? Also es gibt einzelne Optionen, die kann man verlängern, andere aber auch nicht, die sind dann einfach fällig. Die verfallen mit dem Datum. So, das heißt, dann können sie auch keinen Gewinn mehr machen. Und dann sind sie auch fällig. Korrektur die nächsten Tage, was glaubst du? Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich denke, dass eine Kurskorrektur noch stattfindet. Charttechnisch also auch bei dem Forecast, den ich da gesehen hatte, warte, ich muss da eben gucken. Ah, da hat mir jemand die fehlenden 10 Minuten geschickt. Ah, das ist natürlich super. Charttechnisch würde ich jetzt sagen, auch nach dem Forecast, den man da hatte, glaube ich nicht, dass da jetzt eine größere Korrektur jetzt gerade mal zu erwarten ist. Kann heute Abend aber, kann es jetzt schon sein. Das ist irgendwie die Ruhe vor dem Sturm. Ich traue der Nummer nicht. Das sieht strange aus für mich. Ja, wobei ich immer, wenn ich drauf gucke, habe ich zumindest ein größeres Volumen auf der Käuferseite anstatt auf der Verkäuferseite. Ja, das stimmt mich relativ fröhlich, also oder optimistisch. Kannst du was zu Wanda Group sagen, wann die B-Shares in A-Shares umgewandelt werden, was das für uns zu bedeuten hat? Habe ich auch nur mit einem Auge so betrachtet, weil ich da nicht so große AMC sollte auf 700, nicht Tesla, Fred, AMC. Also, wenn der Kram wieder einbrechen, 4 Euro verkaufen, dass die Geschichte hier wiederholen wird. Meine naive Hoffnung. Wenn der Kram wieder einbrechen sollte, muss man ja nicht bei 4 Euro verkaufen. Ich persönlich gehe davon aus, dass das sich die Geschichte... Ach so, ja, okay, hast recht, genau. Einfach halten, einfach die Nummer halten. So, Wanda Group. Habe ich, Adam, habe ich mir nicht genau angeguckt, so mit einem Auge, weil... Ich habe einfach mitbekommen, die haben vorher schon viele Positionen einfach liquidiert. Ne? Ich glaube einfach, dass da ein Liquiditätsmangel vorherrscht. Der hat ja auch seine Fußballclubs versilbert, ne? Und Anteile verkauft. Und ich glaube, das ist unabhängig von AMC. Ne? Der braucht einfach jetzt Geld. Das ist der Hintergrund. Deswegen sehe ich da keinen großen Einfluss. Ich sehe es wie die Amas Think Bigger und die wollen 1000, 100 und dann wären es 800, genau, Diamond Hands, genau. Ich halte einfach fest. Also für mich, ich kann einfach sagen, ich habe so viel investiert, wo ich sage, ich habe jetzt nicht weniger Brot auf dem Tisch. Selbst wenn die jetzt komplett abrauschen, mein Leben wird weitergehen. Ja, ich werde immer noch Essen im Kühlschrank haben, ich habe ein Dach über dem Kopf. Und ich glaube halt einfach, dass das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich positiver ist. Ja. Das sieht aus, als wär der Chart eingefroren. Also ist das nur bei mir? Kann ja gar nicht sein. Ist ja unglaublich. Heute ist der Tag, wo am wenigsten ist. Also ich versuche wirklich das Beste hier aus der mangelnden Bewegung zu machen, Leute. Solche Chancen wie bei AMC häufiger ist das selten wie bei VW Short. Also, es soll immer wieder mal, also es gibt immer wieder mal Chancen. Es hat natürlich jetzt durch die neuen Regelungen, wird das natürlich auch immer weniger. Ne? Deswegen glaube ich wirklich, wenn man jetzt in AMC drin ist und durchhält, könnte das eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte sein. Ne? Also man weiß ja auch nicht, welche Restriktionen zukünftig noch geplant sind von den Regulierungsbehörden, weil die einfach sehen, okay, das Ding könnte doch ein bisschen fackeln. Ja. Nächste Woche Forecast 19 Dollar. Ja, genau.
Ich hab's im Urin, Kaka. Wäre schön, ja. Hast du schon gesehen, wie bei eBay die frei verfügbaren Shortshares von gestern 4,5 auf derzeit zurückgegangen sind? Ja, das wurde gerade schon geshared, ne? Das ist ja prinzipiell gut, wenn es weniger Aktienanteile gibt, die man nutzen kann zum Shorten. In Kombination mit einer steigenden Borrow-Fee, ja, super. Was mich halt wundert, ist, das ist so ruhig. Also es müsste eigentlich, müsste die Nummer gleich, also da muss es eigentlich richtig abgehen. Ja, es wundert mich, dass das so, so ruhig ist hier am Markt. Wirklich krass. Wenig Bewegung. Elchen, nein, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Glaube ich nicht. Also es sei denn, meine Frau sagt, du kannst auch von zu Hause mitmachen. Glaube ich aber nicht. Ich werde auch gleich, also ich denke, gegen 18:30 werde ich hier Schluss machen. Dann bin ich zeitig bei den Kids. Ich mache mal eben hier noch ein bisschen Licht an. Niki Tricks, ja, Ruhe vorm Sturm. Wäre zu hoffen, ja, dass gleich noch was passiert. Tsunami. Ja. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Ich gehe offline, danach geht's los. Und wir könnten uns eigentlich, also ihr würdet mich ja hier tanzen sehen. Also wenn jetzt das Ding explodiert, dann mache ich für euch hier den Boogie Woogie. Ja, also wenn das Ding auf 35 oder 50 hochgeht. Und das wird dann auch für mich spannend. Also ob ich dann meine Exit-Strategie so konsequent direkt umsetzen kann. Was hältst du von Ihua, S&3 Partners? Viel. Kaka, viel. Ich finde den super. Ich empfehle den ja auch. Ich nutze den auch immer wieder bei Twitter. Ich habe den auch in meinen Videos erwähnt. Ich glaube, das ist ein sehr kompetenter Mann. Man hat zwar auch gesagt, er wäre wieder eingekauft gewesen. Aber der äußert sich ja auch positiv. Kann natürlich sein, dass er wirklich von den Hedgefonds eingekauft ist. Es gibt keine Short-Wahrscheinlichkeiten. Die wollen einfach, dass die ihre Long-Positionen jetzt füllen. Man weiß das alles nicht. Aber prinzipiell, ich folge dem schon länger. Ich glaube, das ist ein sehr kompetenter Dude. Ich hoffe, der Trace Trey hat den eingeladen zu einem Podcast. Ich hoffe, er nimmt die an. Ich habe den auch extra nochmal angeschrieben. Er soll das machen. Geh offline, damit was passiert. Ja, mache ich gleich. Ich merke auch meine Blase. Ich muss gleich mal für große Tiger noch. Du klappst den Lippi zu und dann geht's los. Aber ich habe auf dem Handy hier meine Alerts. Also sobald sich der Kurs ein bisschen mehr bewegt, dann rappelt's. Ich mach mit, Digga. Ja, Brave, dann können wir zusammen tanzen. Super. Tolles Format. Marius, freut mich. Der Hype ist auf unserer Seite. Am Ende. Ja, genau. Ja. Ja, schön, wenn euch das Format gefallen hat, ja, und wir das wiederholen sollen, lasst doch mal ein Like da. Ne? Auch so ein Austausch. Ich glaube, wir können das sicher nicht jede Woche machen oder jeden Tag machen. Dafür ist einfach, glaube ich, zu wenig Bewegung. Also ich könnte jetzt nicht jeden Tag einen parallelen Chart hier mit euch angucken. Möchte ja auch noch, ich habe ja nicht so wie der Trey so viele Videos schon oben, möchte natürlich auch noch ein bisschen Content mir vorwahren. Ne? Da bin ich so ein bisschen egoistisch, damit ich euch noch auch gut informieren kann. Also bitte alle, die jetzt noch nicht geliked haben, wäre super, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Ja. Könnten die Hedgies theoretisch selber groß in AMC investieren? Ja, klar. Ne, das würde aber den Kurs weiter mit nach oben drehen. Also das, klar, können die machen. Ne, so versuchen auch ihre Positionen ein bisschen zu. Was ist jetzt los? Jetzt habe ich einmal nicht hingeguckt, Leute, und jetzt 13,90. Brutale Attacke. Wenigstens kommt mal jetzt Musik hier rein. Endlich mal. Endlich mal. Das ist aber spannend. Also, dass das passiert ist. Wow. Also das war spannend. Jetzt gerade, weil, ne, also es sah ja eigentlich gar nicht danach aus, sondern es sah eher danach aus, dass es jetzt gerade genau in die andere Richtung auskehrt. Mal gucken, ob da jetzt ein bisschen Gegendruck kommt und wir jetzt ein bisschen Bewegung nochmal reinbekommen. Ah, gleich haben wir 100. Schaffen wir die 110? Schaffen wir die 110, Leute? 110 wäre halt mega.
110, ja, also von 150 Leuten, die halt gleichzeitige Zuschauer so im Schnitt, das wäre halt super. Und wenn wir dann 110, echt, dann würde ich eure Herzen alle küssen. Ja, keine schöne Musik, da hast du recht. Da hast du recht. Aber jetzt kommt ein bisschen Gegendruck. Jetzt sind wir schon wieder bei 13,97. Ja. Kommt die 110, die schaffen wir. Ja, und wer noch meine Videos noch nicht geliked hat, das wäre halt auch super, wenn ihr da nochmal reinguckt. Nehmt euch auch auf jeden Fall nochmal meine Exit-Strategie mit, wer es noch nicht gesehen hat. Also, damit ihr wisst, wie ich plane vorzugehen, wenn der Squeeze passiert. Ne, es besteht immer, also es wird ja gesagt, dass man oft den Squeeze dann verpasst und es ist ein Stundending, Minutending, ist nicht so. Aber trotzdem braucht man, glaube ich, da einen guten Plan. Ich habe da was zusammengestellt. Vielleicht gefällt euch das und ihr könnt das für euch adaptieren. Ne? Auch wenn ihr dazu Fragen habt oder so, haut die einfach raus. Ich versuche euch da zu helfen. Dennis, schön, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Wirklich, Dankeschön, Dankeschön. Euch auch allen schon mal einen schönen Abend. Ja, auch ich kann mich nicht oft genug bedanken, Leute. Also, wir haben, wie lange haben wir jetzt hier gestreamt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe angefangen um kurz vor 4 Stunden, 4,5 Stunden. Ja, im Schnitt 150 Zuschauer hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass so viele kommen. Ich habe mit der Hälfte gerechnet, maximal. Ja, und wirklich von Herzen, ich danke euch, dass ihr eure wertvollstes Gut, eure Zeit mir geschenkt habt. Ja, ein bisschen meinem langweiligen Gesicht zuzuschauen, ja, und meinen langweiligen Stories. Ich freue mich drauf, wenn wir zukünftig noch mal ein bisschen mehr Austausch haben, hoffentlich mit ein bisschen mehr Bewegung im Chart, ja, ein bisschen mehr Action, ne, war ein bisschen ruhig, ja, alle liken bitte, ja, hört auf Aileen, Aileen, danke, ja, war echt ein toller Stream. Gerne wieder, hoffentlich mit anderen Zahlen. Ja, gerne. Ne, ich komme auch gerne online, wenn es nicht so gut läuft. Ne, das wäre halt auch nochmal wichtig. Ich habe mich jetzt extra angemeldet. Ich denke, das ist erst in der Power, aber was los ist, haben wir im Forum zum Unterstützungskauf bereit erklärt. Tropfen auf den heißen Stein. Like, like, like. Ja, super. Danke. Ey, wir haben die 110, Leute. Ich küsse euch. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Ja, ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, gerne. Denk an die Familie. Ja, ich gehe jetzt zu meiner Familie. Ja. Deine Infos und die Zeit. Erika, gerne. Ganz, ganz toll. Ja. Auf Spaghetti Stock zu schauen, mache ich. Ja. Ich denke, du kennst dich da besser aus. Ich guck's mir an. Danke. Super. Eileen, hab dich geliked. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Lass mir auch ein Follow da bei Rock'n'Roller Trade bei Twitter. Den habe ich ganz frisch gemacht, den Kanal. Da können wir uns austauschen. Wer weiß, vielleicht mache ich zukünftig auch mal so eine Discord-Gruppe auf oder sowas. Finde ich aber jetzt noch zu früh. Das mache ich vielleicht bei 1000 Followern oder so. Mache ich so eine Discord-Gruppe auf, dass man sich austauschen kann. Und dass wir dann versuchen, vielleicht so einen kleinen Community-Gedanken auch in Deutschland hier so aufzubauen, so wie die das in den USA ja vorbildlich machen. Vielleicht kann das für uns auch so ein bisschen ein spannendes Thema sein, ne, wer da Bock drauf hat. Ja. Ja, 113, 113 Likes, super, ganz, ganz toll. Ja, ansonsten, so, ich bin auch mal weg, ein bisschen spazieren gehen, Ende des Tages, 15 Dollar, freue mich schon auf deine neuen Videos. Ja, Ogusan, ich danke dir dafür, ich danke euch allen, ich danke euch für die Zeit. Kurze Frage noch, kann man Wecker machen wegen AMC-Kurs? Ja, bei Webull kannst du einstellen, kannst du einen Alert einstellen. Und da kannst du auch einstellen, hoher prozentualer Anteil. Ja, ich weiß nicht, ob das hier wo geht denn das hier? Kann ich hier einen Wecker stellen? Das weiß ich gar nicht. Ich habe das alles am Handy gemacht. Hier ist auch nichts gewesen. Releases. Ich weiß gar nicht. Paper Trading. Ich glaube, das kann ich nur in der App machen. Also in der App geht es auf jeden Fall. Notifications hier. Nee. Nee, also hier wüsste ich jetzt nicht, wie es geht. Aber in der Handy-App geht das ganz einfach. Da ist so eine Glocke, so eine Alarmglocke. Da kannst du es machen. Daniel, danke. Ja.
Ja, gerne, gerne, Daniel. Ich danke echt für eure Zeit, ganz ehrlich. Ich danke euch, hat mich sehr gefreut. Habt einen wunderschönen Abend. Rockt bitte noch euren Abend, ja. Starke Nummer, danke dir, sehr informativ. Krim, freut mich, ja. Wegen den Händen, aber passiert ist leider nichts. Ja, Gatzo, so ist das manchmal. Ne? Ich hatte das vorausgesagt. Ich habe gesagt, es wird relativ ruhig bleiben heute. Drück uns allen die Daumen, dass wir wirklich die 14 hitten. Das war wirklich wichtig, damit noch die Optionen auslaufen. Also wenn ihr noch ein bisschen Schießpulver habt, hebt es euch für die letzten Minuten auf und haut noch was rein. Ja, und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, mir Follow da lasst, meinen Kooperationskanal, die Barkstube, wenn ihr Eltern seid, ein Follow da lasst oder einen Kommentar und Likes. Einen lieben Gruß von der Rock'n'Roller-Familie. Ich danke euch, küsse eure Herzen und ja, wünsche euch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und vor allem mental stark. Ja, euer Rock'n'Roller Jens, ich danke euch. Tschüss.